Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Hier im Kanal geht es um Online, Business, Marketing, Social Media, Video und aktuell um Videos für Facebook. Videos für Facebook. Ja, ich weiß, wir sind hier bei YouTube und ich erzähle dir bei YouTube was über Videos für Facebook. Ist ein bisschen paradox, aber es ist ja nun mal so, die Leute halten sich ja am liebsten in ihrem Kanal auf, wo sie sich wohlfühlen. So, und ich gucke mal gerne über den Tellerrand. Das heißt, ich bin in allen Kanälen unterwegs. Eigentlich allen, aber in vielen Kanälen unterwegs. Also Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, naja, so ein bisschen. Also ne, in vielen Kanälen unterwegs und gucke mir das alles an. Und ein paar Sachen liebe ich da, ein paar Sachen liebe ich da. Facebook-Videos. Viele wissen das ja, Facebook machen jetzt schon, viele wegen der engen Verbindung zu Instagram, Hochkant-Videos. Gibt es ja hier auch in Kommentaren ein paar, die sagen, oh, mache ich gar nicht. Ja, ist auch nicht mein Lieblingsding. Interessant fand ich dann aber, es gehen ja viele Firmen mittlerweile mit Hochkant-Videos an Start. Auch gerade zum Storytelling, wo ich ein anderes Video mal zu gemacht habe, so nach dem Motto Instagram-Stories oder mittlerweile gibt es ja auch Facebook-Stories. Einfach nur Foto, 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 so und so bin ich da und da hingekommen. Also ne, keine klassische Heldensaga, aber so nach dem Motto, das haben wir gerade geschafft. Und bei Facebook ist es aber so, ich habe anfangs Kunden von mir gesagt, ja, wir brauchen YouTube-Kanal, wir wollen Videos machen, so. Und dann sagte ich gleich YouTube-Kanal. Und sagten die, oh, YouTube, weiß ich nicht, müssen wir das, wir machen da selber nicht viel. So, und dann habe ich gesagt, okay, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen das in Facebook rein. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt Hochkant. Nö, Hochkant wollen wir nicht. Wir wollen ja richtig das erzählen, wie im Fernsehen und bla. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt das und das nicht. Ich habe wirklich, das ist dann mein Fail. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, Facebook, Querformat, also YouTube-Videos bei Facebook, wusste ich aus Erfahrung, dass das nicht sonderlich gut funktioniert, weil die nicht automatisch loslaufen, während die Facebook-Videos loslaufen. Aber ich dachte auch, Querformat wird nicht gehen. Jetzt ist aber das wieder abhängig von der Zielgruppe. Wenn die Zielgruppe älter ist, und jetzt rede ich nicht mehr von Mobile, mittlerweile ist Mobile ja keine Frage mehr vom Alter. Also selbst die Leute sitzen ja beim Arzt in der Praxis und fangen da an rumzusurfen mit ihrem Handy mit 60 und 70 und sonst was. Also ist keine Frage des Alters mehr. Aber was natürlich eine Frage ist, ältere Leute, das sehe ich auch viel öfter, wenn die Videos sehen bei Facebook oder sonst was, sind die eher bereit, das Ding mal quer zu drehen, um sich was anzugucken, was sie interessiert. Bei den Jüngeren nicht, die gehen das so durch. Die wollen eher so hochkant, was weiß ich, quadratisch, wie auch immer. Und je älter die werden, umso eher gehen die auch mal bam. Entscheidend ist nur, dass sie das interessiert. Also das ist ja die Krux. Ganz viele machen bei Facebook ja Videos, die nicht Erfahrung mit YouTube haben. Und wer mit YouTube sich auskennt oder länger dabei ist oder viel drüber gelesen hat, der weiß es einfach. Entscheidende Faktor bei YouTube, mitentscheidender Faktor ist die Through-View-Time. Also die Through-View-Time ist ganz entscheidend bei YouTube. Das heißt, wie lange fessel ich einen Zuschauer ans Video? Das ist für mich ganz entscheidend. Das ist auch ein Faktor, wo ich dann halt einen Kundendialog auch mal wieder sage, wenn ihr einen Imagefilm haben wollt, was bringt ihr euch, wenn die Leute nach 10 Sekunden raus sind? Bringt gar nichts. Das heißt, das Ding muss interessant sein, dass die auch noch nach 2 Minuten, im Idealfall bis zum Ende dabei sind. Und je mehr man das schafft, also in meinem Kanal, jetzt nicht hier, sondern da, wo ich die fertigen Filme halt immer zeige, da liegt die Absprungrate, ich glaube, irgendwas um die 50-60%. Das schwankt immer ein bisschen. Also 50-60% sehen dich das Video zu Ende an. So rum ist richtig gesagt. Das ist relativ hoch. Also ich weiß, wenn ich YouTube für Unternehmen mache, die schon was gemacht haben, dann lag die vorher bei 5-10% und dann steigern wir die auf 30-40%. Also auf 90 kommt niemand. Das sind dann Comedians oder so, die darauf kommen oder Fernsehstars oder wo auch immer, wenn sie denn online gut sind. Facebook-Videos laufen anders von Anfang an. Also Facebook-Videos waren ja nie gedacht dafür, die Leute lange im Film zu haben, weil am Anfang war Facebook ja sogar reduziert. Und wenn du dir bei Facebook die Ads anguckst, dann kannst du zum Teil ja nur 15 Sekunden machen. Wie willst du halt in 15 Sekunden großartig Story erzählen? Ich meine, sowas wie hier ganz zu schweigen von. Aber trotzdem, das Lustige ist, habe ich dann, nachdem ich das mit Kunden gemerkt habe, Kunden haben gesagt, ja, wir möchten das jetzt bei Facebook reinpacken. Ich habe ein Video produziert, ich sage jetzt mal im YouTube-Stil. Wir haben das Ding bei YouTube reingeladen, ist so lala gelaufen, weil die natürlich auch nichts gemacht haben. Die haben sich selbst nicht geoutet, die haben die nicht wie hier mit der Community geredet, die haben nicht geguckt, was wollen die Leute sehen oder geguckt, was passiert im Kanal, sondern einfach nur die Videos reingestellt und dann leck mich doch. So, und das funktioniert natürlich nicht besonders gut. Die sind aber dann auch hingegangen und gesagt, dieselben Videos können wir die bei YouTube, bei Facebook reinladen? Ich gesagt, ja. Die haben das am Anfang gemacht, das YouTube-Video da gepostet, ist klar, fängt nicht automatisch an, ist ganz bescheiden gelaufen.
Ist zwar gelaufen, aber bescheiden. Und dann sind sie hingegangen, haben die ersten Videos sofort hochgeladen, sodass hier von allein loslief. Und die Videos sind durch die Decke gegangen. Die sind tatsächlich durch die Decke. Ja, obwohl sie quer waren. Aber es war eine Story. Die Leute sind in der Story gefesselt gewesen, genauso wie bei YouTube. Das heißt, das ist immer bei Video so. Wenn du, egal ob du einen Hochzeitsfilm machst, also einen Imagefilm machst, ob du einen Krimi machst, du musst zusehen, dass du mit den ganzen Produktionen von Bild, Ton, Story, dass du die Leute bis zum Ende im Film hältst. Und das sind halt, das ist halt nicht handwerklich, ich mache jetzt mal eine Schärfe nach da oder ich mache mal einen Schwenk nach da, sondern da gehört viel mehr dazu. Da musst du halt, ja, also für mich war ein ganz großes Lehrstück dabei übrigens YouTube, weil ich dann am Anfang gesehen habe, ich habe ganz schnell reingeguckt, wo springen die ab, wo springen die ab? Und sofort habe ich gemerkt, da ist eine Szene, das geht nicht, das geht nicht. Also man hat quasi durch dieses Negativ-Ding habe ich gelernt, das kannst du nicht machen, das solltest du nicht tun, das musst du wohl vermeiden. Und das tue ich dann auch nicht mehr und dann wird es immer besser. So, und da kann man sich durchschulen, weil ansonsten früher, ganz, ganz früher, in den 70er, 80er Jahren, haben wir für sowas Testreihen gemacht. Da hast du eine Versuchspersonenreihe von 20 Leuten gehabt. Der ganze Versuch hat dich 500.000 D-Mark gekostet, um am Ende rauszukriegen, ob die das zu Ende gucken oder nicht oder wann die aussteigen oder nicht. Das kannst du heute kostenlos machen bei YouTube. Stellst ein Video hoch, guckst in die Statistiken rein und siehst, wann die aussteigen. Machst das nächste Video ähnlich, lässt aber die Szene weg, wo sie ausgestiegen sind, bombst, dann guckst du, wo die danach aussteigen. Also das alles für lau, nur eben Arbeit musst du reinstecken. Das funktioniert. Und das Entscheidende ist halt, und das wollen viele nicht wahrhaben, auch die längeren YouTube-Videos, oder ich sage einfach nur die längeren Videos, darum geht es ja, die in YouTube funktionieren, funktionieren in Facebook auch. Sicherlich funktionieren in Facebook obendrein noch diese kurzen Dinger. Wenn du in der Timeline bist und du jum, 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 gehst du durch, Instagram ja noch schlimmer, dann ist irgendwas, was auffällt. Ja, aber die brauchen dann nur 10 Sekunden haben. Da geht es auch nur gar nicht drum, wie bei den Videos, bei den echten Videos hast du ja entweder Geschichte, die du erzählst, Fakten, die du rüberbringst, du hast erzählst was vom Produkt oder zeigst zufriedene Kunden oder whatever. Aber gerade zufriedene Kunden ist so ein Ding, du hast was, hast einen Kunden, der hat was gekauft, kommt aus dem Laden raus, yeah, bam. So, wenn du das hast, dann ist das was, wo das du in 10 Sekunden erzählen kannst. Wuff, ne? Zeigst einmal ein Bild von der Produkt, das er aus dem Regal genommen hat, zeigst ihn an der Kasse, zeigst ihn draußen, yeah, bam, 10 Sekunden. Wunderbar. Das sind Facebook-Videos, die gut funktionieren, die auch hochkant gut funktionieren. Das heißt, wo du die Story so kompakt und so komprimiert in 10 bis 15, maximal 30 Sekunden unterbringst. Ja, und dann darf aber auch keine Randgeschichte hier, Randgeschichte da, Randgeschichte hier, sondern da muss es um eine einzige Nachricht gehen. Und bei den Dingern ist es fast auch schon verpönt, echtes Storytelling zu machen. Also da nochmal auf die Fresse fallen oder so, da ist gar nicht Zeit für, sondern da gibt es dann nur die Erfolgsgeschichte. Deswegen mögen das Werbeagenturen wieder sehr, sehr gerne, weil sie wollen ja nicht zeigen, wie jemand auf die Fresse fällt. Sie wollen ja nichts Negatives zeigen. In deren Sinne ist das negativ, wenn etwas nicht geklappt hat. Es wäre ein Scheitern. Dass man es überwunden hat und dadurch noch viel besser ist als andere, das kapieren die nicht. Aber wie gesagt, in diesen kurzen Videos, 10, 15 Sekunden, ist da keine Zeit für, also nur das Positive raus. Mein Ding ist es nicht, es sei denn, die Kunden brauchen das. Wenn die Kunden Kunden haben, mache ich das auch gerne. Wir haben jetzt zum Beispiel mal aus einer ganz anderen Intention heraus. Ich habe bei einem Stammkunden von mir, die sind jetzt hier auf dem Stadtfest, haben diesen Stand, um ihre Produkte zu zeigen. Und wir machen auch viele YouTube-Videos oder Facebook-Videos, beides. Und die sagten zu mir, ja, wir brauchen ein Video für den Stand. Das muss aber komplett ohne Ton funktionieren. Also wieder Facebook. Das heißt, da kommt Texteinblendung rein, weil da wird Musik gespielt, da ist laut, da ist Alarm, den Ton hört niemand. Also muss das Video auf diesem Stadtfest komplett nur über Bilder funktionieren. Ich sage das jetzt schon, obwohl er noch gar nicht fertig ist. Vielleicht ist er fertig, wenn das Video online geht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, da muss ich komplett umdenken und muss das Ganze so machen, dass es eben die Leute auch da im Film hält. Ich kann dir jetzt schon verraten, wie ich das angehe. Das ist gar nicht sonderlich schwer. Also ich kriege dann vom Auftraggeber die Wörter, die er einblenden möchte, also die Fakten, die er gerne oder auch Emotionen, die er gerne ansprechen möchte, die er bei dem Kunden transportieren möchte. Und erst mit diesen Dingern gehe ich los und mache die Dreharbeiten. Erst dann fange ich an, okay, was müssen wir aufnehmen, mit welcher Einstellung, damit ich die passenden Aufnahmen auch habe. Und wenn ich das habe, dann suche ich mir die beste und powervollste Musik aus, die zu der Thematik passt. Ja, Musik, richtig, genau. Ja, nein, das wird hinterher niemand hören, aber ich suche mir die aus. Warum? Damit ich dann richtig groovy von machen kann, also richtig die Schnitte so machen können, als ob man zu dem Video abtanzen kann, als ob man das richtig abfeiern kann. Und editiere das dann so lange, bis es dieses Feeling, was mit der Mucke rüberkommt, auch ohne Mucke rüberkommt.
Wenn ich das geschafft habe, dann mit den Texteinblendungen diesen Rhythmus auch optisch so zu erreichen, dann wird der auch bei den Leuten im Gehirn triggern. Dann bin ich felsenfest überzeugt. Da brauchst du die Musik nicht mehr. Wenn du die Rhythmen mit Offbeat und Onbeat und alles, was Rhythmen hergeben, mit Ritterando, mit Verkürzen, mit Crescendo, wenn du all diese Dinge in einen Film reinbringst, auch ohne Ton, dann werden die Augen über diesen Rhythmus genauso getriggert. Und bin gespannt, wird ein spannendes Ding, weil es muss ja auch ohne Ton funktionieren. Mit wird es noch besser, dann können wir es bei Facebook reinknallen, wird sowieso bei Facebook rein, egal. Aber das ist halt so die Krux mit Facebook-Videos. Facebook-Videos gibt es eben die zwei Arten, um das nochmal zusammenzufassen. Eine Art ist, du machst halt hochkant oder quadratisch oder wie auch immer, ganz komprimiert, ganz eng, 10, 15 Sekunden, maximal 30, ohne viel Blabla und ohne viel Tamtam, keine Rückschläge, nicht auf die Fresse fallen, einfach von A nach B zum Ziel. Oder aber du machst ganz herkömmlich, wie bei YouTube, wie bei Vimeo, wie irgendwo anders, ein normales Video, erzählst die Story. Du kannst es ja mal versuchen, wenn es in 2-3 Minuten geht, kannst du mal versuchen, das quadratisch oder hochkant zu machen. Aber da ist mein Tipp ganz klar, Hochkantformat ist ja, muss man auch wissen, das ist ja entstanden, nicht weil alle jetzt Hochkant toll finden oder weil alle dieses Handy haben, sondern Hochkant ist entstanden wegen Selfies. Fotoselfies ist eine Person drauf. Ja? Querformat hat man immer genommen, man kann Gruppenideal darstellen. Hochkant kannst du eine Person. Also wenn ich selber vor der Kamera bin, alleine, dann kommt das im Hochformat besser als im Querformat. So sind die Fotos entstanden. Und so kommen jetzt auch die Videos. Das heißt, wenn du eine Geschichte von einer Person erzählst, kannst du die tatsächlich im Hochformat ja eindrucksvoller und näher darstellen, als wenn du es im Querformat machst. Also ich mache jetzt gerade so einen Versuch, so ein Ding wie hier, die YouTube-Videos, so Talking Head, ne? Also jemand labert in die Kamera, mache ich jetzt gerade so einen Versuch und will da auch nicht als Werbespot, sondern einfach nur, um Kunden neugierig zu machen, zu Imagefilmen, mache ich jetzt gerade das auch im Hochformat, einfach mal, um zu gucken, wie das ankommt. In dem Fall geht es nur um eine Person, also meine Hackfresse alleine vor der Kamera, und dann geht das nur hochkant bei Facebook. Und ich lasse mich überraschen, weil das war auch bei Instagram rein. Aber grundsätzlich Facebook. Facebook-Videos kurz und knackig, ohne auf die Fresse fallen, ohne Rückschläge von A nach B zum Ziel in 15, 20, 30 Sekunden. Oder aber das ganze Programm, ein Film, ein Video, das sich jeder gerne ansieht, das Spannung hat für den Kunden, also für die Zielgruppe, nicht für jeden, sondern nur für die Zielgruppe, eine Spannung hat und aufrechterhält und die lange drinbleiben, dann funktionieren die auch bei Facebook. Man kann sich überlegen, wenn man jetzt keine Gruppen zeigt, keine Fahrzeuge zeigt, sowas, nicht Bauten nicht zeigt, sondern wenn es nur um einzelne Personen geht oder senkrechte Sachen, kann man das natürlich auch Hochformat machen, auch mit einem längeren Story-Video. Aber davon würde ich es abhängig machen, wie die Inhalte sind und nicht pauschal, du willst halt ein langes 20-Meter-Boot zeigen und machst ein Hochkant-Video. Das kann irgendwie nicht funktionieren, ist nicht so schlau. Es sei denn, du hast da den Skipper und zeigst ihn die ganze Zeit am Ruder, ihn Hochkant, ja, okay. Also ne, die Dinge müssen einfach so zurechtgemacht sein, dass sie auf der Plattform funktionieren. Ja, das war's jetzt zu Facebook-Videos. Ich will auch demnächst noch mal ein Wort zu IGTV verlieren. Also Instagram-Videos wird ja noch schlimmer. Egal, an der Stelle jetzt mal, wie gesagt, Facebook ist so ein Mischmasch. Kann so, funktioniert so. Das war's für heute. Bis bald und vielen Dank. Ciao.